I've been talking about these salons in Paris and in France, and I have been thinking about that while you were playing. And for me, it was microcosms in which all parts of the world came together in one room. And you said we still have something like that today. I doubt that. I think we are too stupid now. Oh, that's a pity. No, I don't. I think you're right, maybe, but sometimes we are stupid because we think people are stupid and we give them not. Wir können auf Deutsch reden. Oh, wow, yeah, because we know everything. Yeah. Yes. Ja, es ist besser, oder? Ja. Also, ja, wir sind vielleicht ein bisschen dumm heute, aber wir müssen nicht denken und darauf und dumme Sachen die Leuten geben. Ich glaube, es ist sehr wichtig für einen Musiker immer, also die Qualität und die Schönheit der Musik wirklich zuerst als Ziel zu haben. So heute ist das Bild und dass es schnell geht und das alles ist sehr wichtig, aber es ist auch eine Gefahr. Sie haben recht, man kann sehr dumm von solchen Sachen werden, aber ja, als junge Musikerin, ich will versuchen, Sie haben eben schon gesagt, es kam zusammen die Literatur, es kam Wissenschaften zusammen, es kam die Musik eben zusammen, die Bühne, die Medizin. All sowas wurde ja ausgetauscht in den Salons. Was inspiriert Ihre Musik aus der Welt heraus, außer die Musik selber? Also für mich alles, was etwas erzählt, zum Beispiel, wenn ich Schauspieler zuerst, das ist sehr wichtig für mich zu beobachten, wie die in einen Charakter hineingehen und ganz, ganz total diese Charakter werden. Und ich versuche das auch zu machen, wenn ich ein Stück spiele. Also zuerst, ich versuche wirklich zu fühlen, was der Komponist sagen wollte und dann ja zu verstehen, wie er überlegt hat, aber dann am Ende wirklich der Stück zu sein und nicht mehr ich zu sein. Also zuerst Schauspieler, aber auch Malerei, also die Farben in der Musik, also alle die andere Art von Kunst sind Inspiration für mich. Das heißt, Sie werden zu Musik, wenn Sie musizieren? Ja, also ich versuche wirklich zu sein, was ich spiele. Also ich bin nicht mehr Camille und es ist auch nicht Saint-Saëns oder Bizet, aber wirklich so auf der Moment eine Person, die diese Musik wirklich ist. Also ich weiß nicht, ob Musik hat ja keinen Körper. Ja? Also wenn ich Musik mache, bin ich ja entkörpert. Stört der Körper beim Musizieren? Wir hatten eben Polini hier, der sagt, das Klavier ist im Weg, wenn ich Klavier spiele, weil das im Kopf schöner klingt. Stört der Körper beim Spielen? Ja, also unser Körper ist nicht perfekt und wir sind nicht perfekt. Das ist das Schwierigste in unserem Leben, aber wir müssen das auch akzeptieren als Musiker. Also ich weiß das ja, ich habe eine Vorstellung, aber ich versuche, dass die Vorstellung so, so stark ist und dass der Wille, so was zu spielen, ist so stark, dass es wird, trotz dem Körper. Das heißt, das Denken überwindet den Körper? Ja, also das Üben ist wirklich einfach nur der Körper zu domestizieren. aber dann am Ende ist, ich glaube, nur Kopf und Herz und Körper muss einfach folgen. Und das ist das Vertrauen, also das ist wirklich das Wichtigste, warum sind wir so verrückt und gehen wir auf der Bühne und denken, dass wir können das schaffen, das ist wirklich verrückt. Und die Einzige ist, dass man glaubt, dass der Körper wird folgen. Ja, das ist die Form von La Liberté, oder? Ja, genau. Ja, begrenzt ist durch Form, aber man hat die Freiheit sozusagen im Spiel. Ja, genau. Diese Freiheit nehmen Sie uns immer wieder mit und dafür danken wir ganz herzlich und sind gespannt, was alles noch kommt. Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und sehr zum Wohl. Prost. Santé.